Hallo und willkommen bei Antworten der Innenwelt. Unsere Innenwelt ist ein sehr, sehr großer Raum, in dem sehr viel los ist und der uns zu sehr großen Stücken verborgen ist. Und das Spannende an unserer Innenwelt oder eine der spannenden Sachen an unserer Innenwelt ist, dass es so ein starker Ursprungsort ist für das, was wir erleben. Und dieses Erleben, das sich oft dann aus dem Innen heraus generiert, bevor es im Außen Resonanzen erzeugt und mit dem Außen durch diese Resonanzen dann Umstände, Beziehungen, Realitäten, Zusammenhänge entstehen lässt, ist eben, das ist so ein Schatz, diesen Zugang zu dem Ursprung von unserem Erleben und Leben zu finden. Und das ist ein bisschen der Zweck und das Ziel von dieser Webinar-Veranstaltung. Wir werden uns mit den unterschiedlichsten Herangehensweisen mit unserer Innenwelt beschäftigen. Wir werden uns mit ihr in Kontakt setzen. Wir werden intuitive Methoden, Methoden der Inspiration, Methoden der Selbstwahrnehmung und der Selbststeuerung, der Selbstführung, der Selbstüberwindung werden wir uns beschäftigen und Zugang bekommen zu dem erfüllendsten und stimmigsten Lebensentwurf und der stimmigsten und höchstschwingenden Ausrichtung auf die nächsten Schritte, die in unserem Leben stattfinden möchten in dieser herausfordernden Zeit, im wahrsten Sinne herausfordernd. Das Außen fordert uns immer wieder heraus und die Frage ist, haben wir noch innen, um das Außen zu bedienen? Ist unser Kontakt mit dem Innen stark genug, um verbunden zu sein damit und das, was wir im Außen machen, aus dieser tiefen inneren Anbindung noch weiter zu gestalten und zu generieren? Und das ist eine der Gründe für dieses Webinar noch in diesem Jahr, dass so viele Herausforderungen stattgefunden haben oder stattfinden gerade und so viele Antworten einfach nicht mehr passen, die im Außen normalerweise gegeben werden und oder die wir uns selber auch lange Zeit gegeben haben. Und deswegen diese Möglichkeit, ganz hohe Ebenen von Intuition und Inspiration, von Ausrichtung und Führung einzuladen und auch die Toleranzen, die gebraucht werden und das Durchhaltevermögen und die Geistesblitze. Das ist der Ziel von diesem Webinar-Wochenende und ich freue mich auf alle, die Lust haben, da dabei zu sein. Wir haben schon eine lange Tradition und Übung mit Webinar-Format und werden es sicher wieder zu einem sehr intensiven, erlebnisbasierten Veranstaltung werden lassen, mit viel Platz für gute Stimmung und Bewegung und Unterhaltung. Und ich sag mal bis dahin und tschüss.